Hi, mein Name ist Roman Stühler und heute möchten wir uns mit dem Thema Smartphone-Malware beschäftigen. Smartphone-Malware, da fängt die Frage auch schon an, denn was ist überhaupt eine Schadsoftware auf dem Handy? Man liest es immer wieder in den Medien, sie gelangt auch öfter in den offiziellen Stores. Und verknüpft wird es immer mit, es werden irgendwelche Daten gestohlen, Keystrokes, Eingaben oder beispielsweise ja persönliche Dokumente oder Bilder. Smartphone-Malware, das ist ein recht schwerer Begriff, denn wenn eine Applikation jetzt beispielsweise meine Kontaktdaten ausliest und diese auf einem Server hochlädt, ist es dann schon eine Schadsoftware? Wenn ich der Applikation die Berechtigung vorher eingeräumt habe, meines Erachtens nicht. Ich bin aber auch kein Jurist. Smartphone-Malware würde für mich dann anfangen, wenn die entsprechende Applikation heimlich Fotoaufnahmen von mir machen würde und diese dann beispielsweise zu dem Server hochlädt. Denn zum einen würden hier aktive Sicherheitsmechanismen umgangen werden innerhalb der Hersteller von, sagen wir jetzt mal beispielsweise Google oder bei iOS. Zum anderen würden aber auch hier Persönlichkeitsrechte stark verletzt werden. Bevor wir uns jetzt aber mal anschauen, wie so eine Smartphone-Malware eben aussieht, was sie imstande ist zu leisten, schauen wir uns erstmal kurz die Angriffsvektoren an, denn die Frage ist ja, wie gelangt so eine schadhafte Applikation überhaupt auf das Smartphone des Benutzers? Hierfür habe ich mal eine kleine Folie vorbereitet. Und zwar zeigt diese die Schnittstellen eines Smartphones nach außen. Wir haben ja beispielsweise das WLAN, das heißt, ein Angreifer könnte einen Evil Access Point aufmachen und versuchen, das Smartphone in diesen Access Point einzugliedern. Das würde über die Preferred Network List ganz gut funktionieren. Wir könnten beispielsweise aber auch die Bluetooth-Schnittstelle oder die Account-Daten nutzen. Das heißt, wenn wir übers WLAN schon Zugangsdaten mitfischen, dann könnten wir dann uns in die offiziellen Accounts einloggen und diese nachinstallieren. Wir könnten es über SMS versuchen oder NFC. Wir könnten aber beispielsweise auch den einfachen physischen Zugriff wählen, nämlich wir fragen kurz, ob wir mal mit dem Handy telefonieren dürfen. Denn im Anschluss werden wir dann eine Smartphone-Malware installieren und diese Aktion wird nicht länger als eine Minute dauern. Heute möchten wir uns daher auch nur den Fokus auf die Mobile-Applikationen legen, nämlich wie kann eine Applikation sozusagen mit Schadsoftware infiziert werden und wie macht man einem Benutzer plausibel, diese dann auch zu installieren. Hierfür habe ich ein Beispiel vorbereitet. Und zwar handelt es sich bei der Applikation um eine modifizierte Variante des Quiz-Duells. Es hat mit der originalen Version nichts mehr zu tun. Nämlich, die Applikation wurde dahingehend modifiziert, dass sie den Benutzer bei der Fragenfindung etwas unterstützt. Im Gegenzug installiert der Benutzer aber meine Schadsoftware, welche dann eben die entsprechenden Daten ausliest. Diese Applikation, das sind eben zwei, müssen jetzt zu einer verbunden werden. Und hierfür habe ich ein Tool geschrieben, der nennt sich APK Hacker. Und wenn ich diesen eben starte, dann nimmt er jetzt beide Applikationen und macht eben eine Applikation dann daraus. Das heißt, die Smiley-Dateien werden miteinander verbunden, die Android-Manifest muss modifiziert werden, denn mein Trojaner erfordert mehr Berechtigung als die originale Version des Quiz-Duells. So, das Ganze ist jetzt installiert. Das kopiere ich jetzt auf unserem Webserver. So, das ist jetzt soweit oben und kann jetzt von dem Benutzer eben heruntergeladen werden. Hierfür habe ich jetzt ein Smartphone, ein Google Pixel in der Version Nougat und das ist jetzt quasi die Standardeinstellung. Wenn ich jetzt eben sage, lad mir die entsprechende Software herunter, dann wird diese Applikation jetzt heruntergeladen. Jetzt wechsle ich in die Einstellung und ich sage, unbekannte Herkunft erlauben. Jetzt habe ich die Applikation soweit erlaubt. Ich installiere jetzt diese. Und hier wird jetzt die modifizierte Variante des Quiz-Duells installiert. Diese hat wirklich mit der originalen Version nichts mehr gemein. Um die ehrlichen Spieler nicht zu stören, habe ich einen zweiten Account vorbereitet. Das ist quasi ein normaler Benutzer, der die Originalvariante benutzt. Dieser sucht jetzt dann quasi meinen Spieler, den ich vorerst noch anmelden muss, dass diese Spieler miteinander spielen können. So, und hier geht es dann eben auch schon los. Das ist jetzt das modifizierte Smartphone. Jetzt kommen auch schon die ersten Fragen rein. Und hier kann man jetzt ganz gut erkennen, dass bereits die richtige Antwort markiert wird. Das heißt, ich lese gar nicht mehr die Fragen durch, sondern klicke einfach die richtigen Antworten durch. Jetzt bin ich auch soweit schon durch. Neben dieser Applikation hat sich jetzt aber auch unsere Schadsoftware eben installiert. Wie das Ganze aussieht, zeigen wir jetzt hier. Momentan ist nur ein Nexus in der Version 6 eben vorhanden, wenn ich jetzt aber aktualisiere, dann sieht man, es ist jetzt ein Pixel 7.1 hinzugekommen. Das wähle ich aus, man sieht, es hat eine WLAN-Verbindung, es liegen keine Events an. Mit diesem Smartphone könnte ich jetzt beispielsweise all diese Funktionen aufrufen. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise anfangen, die Kontaktdaten des Smartphones auszulesen und hochzuladen. Das mache ich an der Stelle jetzt mal. Das Event wird eben geschickt.
und ist jetzt auch soweit schon abgeschlossen. Das heißt, man sieht jetzt hier die Kontaktdaten dieses Smartphones. Neben den Kontaktdaten kann ich eben auch die Call Log History anzeigen. Diese ist momentan eben leer. Ich hole mir jetzt eine aktuelle Version. Das heißt, die Smartphone-Malware geht jetzt in diese Anruf-History rein und lädt diese auf meinem Webserver eben hoch. Und jetzt kann ich sehen, wer wann wie lange mit ihm telefoniert hat. Hier hat man Peter, 29 Sekunden, es war ein Incoming, das heißt, er wurde angerufen. Man kann beispielsweise aber auch die Positionsdaten des Smartphones tracken. Das heißt, selbst wenn GPS deaktiviert ist, dann würde die Schadsoftware eben die umliegenden Mobilfunknetzprovider oder WLAN-Netzwerke nehmen, um diese Position dann zu triangulieren. Und es ist fast ähnlich genau. Man sieht jetzt hier, sind bereits Daten angekommen. Das ist eben Latitude, Longitude. Und wenn ich jetzt in die Karte gehe, dann sieht man, wir befinden uns auf dem Daimler TSS-Gelände in diesem Gebäude. Ich stoppe das Ganze mal wieder. Sofern sich der Benutzer bewegen würde, würden natürlich die aktuellen Daten dann eben auch hochgeladen werden. Man könnte beispielsweise auch die eingehenden SMS angucken, die mittlerweile aber relativ unspannend geworden sind. Es sei denn, es sind vielleicht irgendwelche TAN-Aktionen, die der Smartphone-Benutzer mit Online-Banking noch durchführt. In dem Fall unterhalten sich die zwei eben wirklich noch per SMS oder man hat auch hier den WhatsApp-Code, den Bestätigungscode. So könnte auch beispielsweise auch Zwei-Faktor-Authentifizierung umgangen werden. Neben den SMS kommen wir jetzt zu den spannenderen Features, und zwar den Eavesdropping. Was ich hier machen kann, ist, ich kann bei diesem Smartphone die Mikrofone, die eigentlich zum Telefonieren verwenden werden, dazu nutzen, umliegende Gespräche aufzuzeichnen. Das heißt, wenn ich hier sage Starte, dann läuft jetzt der Request eben an. Sofern es bei Running steht, wird ab diesem Moment eben alles aufgezeichnet. Ab jetzt wird eben jedes Wort eben in diesem Raum von diesem Smartphone aufgezeichnet. Und man sieht am Smartphone selbst keine Interaktion. Das heißt, der Benutzer wird weder gewarnt noch irgendwie darauf hingewiesen, dass es gerade stattfindet. Ich beende jetzt mal die Aufnahme und wir haben sie jetzt hier. Ich öffne das Ganze mal. Eben alles aufgezeichnet. Ab jetzt wird eben jedes Wort eben in diesem Raum von diesem Smartphone aufgezeichnet. Genau, man kann die Länge variabel wählen, man könnte beispielsweise das Ganze jetzt auch mit Positionsdaten verbinden. Das heißt, ich schaue, wann dieser Benutzer in einem Besprechungsraum ist, um dann die Smartphone-Mikrofone zu aktivieren, um die Gespräche mit zu belauschen. Neben diesen Aktionen könnte man aber beispielsweise auch auf die File-API zugreifen, das heißt, die Dateistruktur im Smartphone selbst. Spannend ist hier, dass man beispielsweise innerhalb des WhatsApp-Verzeichnis die Nachrichten selbst verschlüsselt werden, die Medieninhalte allerdings nicht. Das heißt, wenn ich Sprachnachrichten oder Bilder in WhatsApp schicke, dann kann ich diese als Angreifer jetzt herunterladen. Hierzu wähle ich kurz das File eben aus, dazu müsste ich die Ansicht wechseln. Genau, File Transfer finished. Und das ist jetzt ein Bild von einem Sticker, und wenn ich jetzt hier in meinem Smartphone eben in den WhatsApp-Kontakt gehe, dann sieht man, dass ich dieses Bild wirklich geschickt habe. Das heißt, Bilder und Medieninhalte, Sprachnachrichten oder ähnliches sind für jeden Angreifer dann zugänglich, sofern diese Berechtigung eben akzeptiert wurde. Neben dem Eavesdropping und den Dateien könnte man jetzt aber auch heimlich Bilder machen. Auch hier würde das Smartphone keine Interaktion anzeigen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Picture. Und jetzt würde der Trojaner die Frontkamera wählen, das Foto eben machen, die Backkamera wählen, das Foto machen und beide eben auf meinem Server hochladen. Und parallel hierzu sieht man eben, dass auf dem Smartphone keine Interaktion, nichts eben da ist. Die Sicherheitsfeature unterbinden dieses Verhalten eigentlich, aber es gibt einen Workaround, diese Kamera, diese Vorschau sozusagen anzuzeigen, ohne dass es der Benutzer bemerkt. Man könnte noch Browser History oder Device-Informationen abgreifen. Das Ganze geht sogar so weit, dass ich beispielsweise sagen kann, dass ich noch nähere Informationen, E-Mail-Name oder ähnliches eben abgreifen kann. So, das war's von mir. Ich hoffe, der Vortrag hat dir gefallen und ja, bis bald.